Ich sitze in meinem Arbeitszimmer vor meinem Bücherregal und das hier ist mein neues Buch, Die Teetrinkerin, ein Roman. Die Geschichte, die ich erzähle, spielt in der Gegenwart, in Südindien, mitten in einer Teeplantage und in New York, eine Stadt, die rauscht und knistert, lecker ist und bunt und Sitz der Vereinten Nationen. Die Hauptperson ist Yashi, Inderin, eine Anwältin für Menschenrechte, besonders engagiert für Opfer der Textilindustrie. Yashi ist außerdem verheiratet mit Kiran, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, Tochter, Freundin, Kollegin. Sie ist Christin und ja, Teetrinkerin. Sie mag Earl Grey Tee mit Zitrone und einem Stück braunem Zucker. Ihre Geschichte zu erzählen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mich in sie hineinzudenken, sie kennenzulernen. Die Facetten ihrer Persönlichkeit, ihre Ideale, ihre Kraft, den Zorn, ihre Zerrissenheit, ihren Glauben, das alles. Ich mag zum Beispiel, wie sie Musik hört, mit ihrem Smartphone. Kleine Kopfhörer in die Ohren, Songs auswählt, sich davon anspornen lässt oder trösten, von Patti Smith zum Beispiel. Wie sie betet oder Aniskuchen backt und scharfes Curry kocht. Ich habe 4 Jahre an diesem Buch gearbeitet und dabei viel recherchiert und viel gelernt. Über Tee, über Mode, über die UNO. Und diese Einsichten, politische Einsichten, Fragen unserer Zeit, verbinden sich im Buch mit Yashi. Eine Frau, die ihren Platz sucht in dieser verrückten Welt, die ihren Beitrag leisten will, dabei ihre Grenzen spürt und doch mutig ist und stur, mal ganz dünnhäutig, dann wieder beherzt. Dieses Buch zeigt sehr viel aus meiner Seele. Da bin ich etwas aufgeregt, aber vor allem freue ich mich, diese Geschichte jetzt loszulassen, sie mit euch zu teilen und wünsche euch viel Spaß beim Lesen.